bleib hier. Genauso versteckt wie mein Knochenbeutel. Knochenbeutel? Jeder Arzt hat einen Knochenbeutel. Der gehört zur Grundausstattung. Verstehe. Gut, ich bleib hier. Sieht wie der Schädel einer Frau aus. Hier gibt es bestimmt jemanden, der mir mehr über ihn erzählen kann. Achtung, jetzt komme ich! Ach.
stinkt wie die Pest. Die werde ich ganz bestimmt nicht essen. Ihre Augen sehen merkwürdig lebendig aus. Gehörst du zu uns? Wer ist uns? Ich und ich weiß auch nicht. Wo sind die anderen? Ich glaube, wir sollten hier nicht alleine sein. Von welchen anderen sprichst du da? Ich weiß auch nicht. Ich bin mir sicher, dass hier noch andere waren. Die kommen bestimmt gleich wieder. Nein, nein, irgendetwas stimmt hier nicht. Ich glaube, mit dem stimmt eine ganze Menge nicht. Was ist los mit dir? Ich träume merkwürdige Dinge. Von Menschen, Fischen und schrecklichen Monstern. Du träumst von Fischen? Ja, aber das ist nicht das Problem. Im Traum erzählt mir das Monster, dass ich die Fische hier essen soll. Es ruft von der Anhöhe im Nordwesten herunter. Was hat es mit den Fischen hier auf sich? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mal, wo die herkommen. Ich habe so einen Hunger. Aber diese Fische, sie jagen mir einen kalten Schauer über den Rücken. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Wegen der Fische. Du solltest den Fisch nicht essen. Aber ich habe doch solchen Hunger. Ich habe das Gefühl, dass mit diesen Fischen irgendetwas nicht stimmt. Du hast ja recht. Ich weiß ja nicht mal, wo diese Fische hergekommen sind. Vielleicht sind sie vergiftet oder so. Möglich wär's. Ich werde für dich im Nordwesten mal nachsehen. Mal schauen, ob ich dein Traummonster finden kann. Wirklich? Ach, ich würde mich aber wohler fühlen, wenn ich... Ich habe bestimmt auch eine Kleinigkeit für dich, wenn du... Geht doch. Was ist passiert? Was machst du? Ach, vergiss es. Ich muss schlafen. Unglaublich müde. Dein Traum war gar kein Traum. Wie meinst du das? Das Monster, das im Traum zu dir gesprochen hat, war ein Seelenfresser. Ich hatte es geahnt. Was ist jetzt mit dem Seelenfresser? Du brauchst dir keine Sorgen mehr, um ihn zu machen. Sehr gut. Dein Freund ist wieder da. Ich sehe es. Glücklicherweise habe ich diese Fische hier nicht gegessen. Wieso? Weil sich einer der Fische plötzlich in meinen Freund hier verwandelt hat. Ich möchte gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn ich die Fische gegessen hätte. Ich kann mich plötzlich wieder an alles erinnern. Erzähl mir, was passiert ist. Als wir hier ankamen, waren wir 9 Leute. Wir waren ausgeschickt worden, um die tiefsten Stellen der Insel zu erkunden. Es ist lustig. Was? Ich kann mich daran erinnern, wie ich alles vergessen habe. Ein sehr merkwürdiges Gefühl. Erzähl weiter.
Nach der ersten Nacht hier waren schon ein paar von uns verschwunden. Ich erinnere mich, dass wir wussten, dass jemand verschwunden war. Wir konnten allerdings nicht mit dem Finger drauf zeigen. Es war, als hätten wir die anderen über Nacht vergessen. Stattdessen lagen überall diese Fische herum. Keiner von uns wollte sie anrühren. Was ist dann passiert? Naja, nach und nach sind immer mehr Leute verschwunden. Bis schließlich nur noch ich übrig war. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Warum hat sich nur einer wieder zurückverwandelt? Vermutlich ist es bei den anderen schon zu lange her. Wahrscheinlich sind sie schon tot. Da gibt es nichts mehr zum Zurückverwandeln. Ich muss jetzt los. Alles klar. Danke nochmal. Kann ich von dir etwas lernen? Vielleicht kann ich dir das ein oder andere zeigen. So gut bin ich auch nicht. Ich fühle mich wie gefressen und ausgeschissen. Ich bin total im Arsch. Lass mich einfach schlafen.